Hallo und willkommen zurück zu Legends of Amberland 2. Wir sind hier in der Old Mithril Mine. Wir sollten für den für diesen Zwergen einen Plan hier unten finden, damit der diese Mine wieder in Betrieb nehmen kann. Und natürlich sind hier fiese Monster drin und die müssen wir nun abschlachten. Ja, das machen wir mal. Das Ganze führt aber dann auch wohin? Denn hier werden wir wahrscheinlich dann den nächsten Stein irgendwo finden. Also, da gucken wir mal. Magic Shields. Resists. Wir sind 3 Uhr. Das macht also Sinn, hier den ganzen Krams anzuwerfen. Und Regeneration. Und Iron Skin. So. Wie viel fehlt noch? 35.000. Okay. Gehen wir erstmal da entlang. Da haben wir einen violetten. Da können wir aber hin. Ja. Stufe 30. Wir sollten wahrscheinlich versuchen, die 30er. Aua. Die 30er direkt weg zu bomben. Autsch. So. Ja, die sind schon schmerzhaft. Der sollte in der nächsten beim nächsten Level up den guten Heal bekommen. Damit der auch im Kampf dann gescheit heilen kann. Wie sinnvoll das dann ist, ich sag mal, unsinniger als den er jetzt hat, kann es eigentlich dann nicht sein. Also zumindest für Magier. Also für Magier ist er noch sinnvoll im Kampf. Weil wenn die 1000 Schaden bekommen würden, dann wären die tot. Aber wenn der jetzt hier, naja, also hier diese 700 Hitpoints da hochheilen soll, das wird halt nix. Den greifen wir mal nur normal an. Jetzt haben wir den anderen dazu, okay. Dann rösten wir die jetzt beide. Ah, die ist auch bei Firestorm jetzt auf Max. Da sind halt, das ist ein bisschen niedriger, da brauchen wir nur 400 für. Hier, das sind 420. Und das hier werden halt 500. Firestorm, so, ist der weg. Dann machen wir hier wieder den Blast. Autsch. Und da machen wir jetzt was Kleineres drauf. Da reicht ein... Ah, mach mal den. Okay, dann nicht. Nochmal. Einer. So, Molten Blast. Molten Blast. Okay, und weiter. Den machen wir wieder jetzt normal platt. Und dann werden wir hier wieder nachheilen. Und da hinten haben wir eine Tür. Gehen wir erstmal da entlang. An old abandoned office. You see a lot of papers covered with several layers of dust. You dug through the pile of papers and discovered the old map detailing Mithril ore deposits just as the dwarven prospectors instructed. Gained old dwarven map. Okay, wir haben die Karte gefunden von dem Prospektor. Mögen die nicht einzeln kommen? Nein. Das ist ja blöd. Okay, dann laufen wir drauf. Dann müssen wir da aber versuchen, einen... nee, das machen wir... Jetzt haben wir einen einzeln. Okay, dann muss der jetzt möglichst schnell drauf gehen. Und... Heal. Naja. Molten Blast ist hier Verschwendung. Machen wir einen Firestorm. Gut, platt.
Machen wir hier jetzt aber auch Molten Blast drauf. Gucken wir mal. Oder, Moment, wenn wir den einmal gepowerhealed haben, dann ist da eigentlich auch keine Gefahr mehr. Ja. Okay, dann wieder heilen. Heilen, 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 heilen. Da werden wir wohl bis zum Ende des Spiels nicht dran vorbeikommen, das so zu machen. Weil der wird keinen anderen Zauber bekommen, der effizienter bekommt. So stark kann man den nicht ausbauen. Das ist ein bisschen blöd. Den hätte ich vielleicht noch in Mess heilen sollen. Da machen wir jetzt den Molten Blast wieder drauf. Und hier auch. Okay, wunderbar. Den heilen wir aber jetzt. Cleansing of Mind. So. Und dann hier, 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 hier. Dann haben wir da auch noch einen. So. Mhm. Wow, das war aber alles super getroffen. Hier ist gar nichts. Na gut. Da hat jemand auf uns gelauert. Wie sieht es in der Mana aus? Hier haben wir noch genug Heilmana sozusagen. Unsere Schadensmana geht aber so langsam aus, also sollten wir die wirklich nicht mehr für die einsetzen. Für die Grünen. Oh, hoppla, das war falsch geheilt. Der ist auch jetzt zu Ende geheilt. Dann nehmen wir hier. Ich meine, die hat ordentlich Mana. Nehmen wir den einzelnen. Ja, da kann man dann auch spammen schlussendlich. So. Magic. Dann machen wir wieder Cleansing. Und die macht mal ein Mass Heal. 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 Fertig. So. Die sind jetzt irgendwie von der anderen Seite gekommen. Die wollen aber auch nicht auseinander. Moment, das machen wir nochmal. Nee. Die wollen. Da können wir warten, wie wir wollen. Die teilen sich nicht auf. Dann müssen wir da wohl ran und versuchen, einen wegzufokussen. Dann werden wir hier mal gerade noch heilen. Jawohl. Ja, aber das sollte dann nicht in der ersten Runde direkt genau einen bedingsen. Das brauchen wir nicht. Molten Blast. Jetzt verballern wir natürlich hier dann unser Mana drauf, aber... Okay. Da habe ich jetzt gar nicht gesehen, wie viel der noch hatte. Ich bin jetzt eigentlich nicht davon ausgegangen, dass er so schnell stirbt. Aber doch. Mhm. So, platt. Okay. Hup, hup. Ja, da können wir spammen. Mhm. 1200. Wir brauchen noch 18.000, also das werden wir hier wahrscheinlich auch noch voll bekommen. Da geht's runter und nach rechts. Das ist eine Sackgasse. Da ist auch nichts, ne? Ne. Achso, wegen dem Erfolg. Da haben wir. Da hatte ich nochmal nachgeguckt. Und da gucke ich jetzt auch gerade nochmal genau nach. 182 Tage. Das Spiel startet an Tag 1, aber nicht zu Stunde 0, sondern Stunde 18 oder sowas, also 18 Uhr. Irgendwie sowas. Ich weiß jetzt nicht genau, wo dann der Timer ist, aber wir haben dann doch noch ein bisschen Zeit. Also, das könnte durchaus noch ganz gut funktionieren. Was ich ja nie bezweifelt habe. machen wir hier
Firestorm. Nochmal noch ein Firestorm. So, sehr schön. Und hier. Das kann ich. Hier. So. Da führt der Weg wieder zurück. Wir heilen mal gerade wieder die Leute hoch. Wir kommen bisher aber doch recht gut durch. So. Alter. Und ja, wir haben ja aber jetzt auch da keine Mana mehr und wir können auch nichts mehr. Nichts mehr mit Fokus oder sowas umwandeln. Grün. Jawohl. Moment, da ist auch noch was. Na, eine tolle Sackgasse. Und da geht's raus. So. Und da hinten sehen wir schon Drachen und wohl ein Magier. Die sind dann noch weiter unten. Okay. Da gehen wir jetzt erstmal in die nächste Höhle rein. Bevor wir das tun, heilen wir mal gerade. Das wird aber jetzt sicherlich nicht einfacher. Ja, das sind die 30er. Die hat schon keine Mana mehr. Die könnte ein Mass Heal noch raushauen. Da machen wir den Molten Blast. Ist auf 1700. Okay, dann machen wir Power Heal. Okay. Noch einer lohnt sich davon nicht. Dann machen wir einen Lightning. Hat leider nicht gereicht. So, passt. Dann können wir mal seine Mana verballern. Der tut aber fast nichts. Ja, hat sich aber trotzdem gelohnt, es zu machen. Und der nächste. Ja, das geht ja durchs Schlafen sowieso weg. Na, das ist jetzt nicht so optimal. Okay, haben wir einmal Mass Heal. Schmerzen. Ah, das sind natürlich dann auch direkt mal fiese Treffer. Alter Falter. Ja, jetzt direkt so ein AOE-Schaden am Anfang ist auch schon sehr tödlich, weil wir da halt nicht heilen können. Den können wir noch einmal, wenn der jetzt nochmal was abbekommt, dann ist es mit dem auch schon wieder durch. Oh, da haben wir aber jetzt auch gut getroffen. Okay. Dann Massiel. Den kriegen wir noch. Danach werden wir wohl rasten müssen. Ja, also der wird nicht gehen, weil wir den nicht mehr geheilt bekommen. Ich kann ja nochmal drauf. Aber ja, sobald da einmal minimals Schaden kommt, ist der durch. Ah, da können wir nicht rasten. Okay, dann gehen wir eins weiter. So, dann rasten wir hier. Ja, müssen wir eine volle Rast machen. Also wir sind jetzt noch nicht gestiegen. Wir brauchen noch 9000. Dann werden wir jetzt hier die volle Rast machen. Und dann müssen wir mal, wahrscheinlich werden wir jetzt hier sehen, wir sind schon bei Stunde 22 Uhr, okay. Dann gucken wir mal, wie viel wir jetzt hier noch schaffen, bevor der Tag rum ist und wir wieder rebuffen müssen, aber das wird wohl schon so gehen. 600, das passt. Das ist ein 35er.
Ja, okay. Da haben wir aber sehr schön getroffen. Ja, der kann bloß hier nichts Gescheites. Ja, wenn der mehrfach den gleichen angreift, dann ist es ganz schnell vorbei. Power Heal. Selbst wenn der jetzt nur noch einen Schlag drauf bekommen hätte, wäre er auch wieder gestorben. Das geht quasi nur bis mit ein bisschen Glück. Wenn die anderen da direkt Aua so stark bekommen. Na, wir treffen da zwar auch, aber. Molten. Wenn er zweimal ein AOE macht, dann ist es halt direkt vorbei. Massil. Okay, da haben wir aber auch gut getroffen dann. Heal. Dann machen wir jetzt hier mal ein Massil. Naja, sonst wird er auch möglicherweise schon verendet. So, dann machen wir nochmal Massil. Okay, damit haben wir wieder ein bisschen Buffer. Nochmal. Ja. Ja, komm, weg damit. Und dann machen wir den aber auch wieder ganz. So, hier. 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 Und weiter. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu viel wird mit den Gegnern hier, weil das sind jetzt nicht die. Machen wir nochmal. Nicht die tollsten Gegner und interessantesten Kämpfe irgendwie. Da machen wir Molten Blast. Jawohl. Molten Blast. Da bleiben noch 100 übrig. Kleiner. Nehmen wir mal Massil. Schön. Und der nächste. Ja, dass er confused ist. Bisschen. Ich meine, wir können die heilen, aber das ist halt direkt sowas Unnötiges, wenn das direkt am Anfang ist. Mass Heal ist gut. Da wartet wieder ein großer. Okay, dann heilen wir erstmal hier. Aber ja, Stufenaufstieg werden wir natürlich hier bekommen. 900 noch. Und Tee nippen hier. So, dann. Ja, machen wir den platt. Jawohl. Dann machen wir hier erstmal. Ne, die macht Molten Blast, weil das halt super viel Schaden ist. Und dann machen wir hier den Mass Heal. Sehr schön. Sehr gut getroffen. Hier scheint sowieso Schluss zu sein. Es sei denn, hier ist ein Geheimgang. Ja, Schluss. Dann heilen. Dann machen wir mal seine Mana wieder. So, weiter geht's. Die Buffs sind ausgelaufen. Die müssen wir jetzt also auch wieder anmachen. Fertig. Na, da müssen wir weiterhin gucken, dass wir die wegnuken. Ja, da reicht ein normaler Heal fürs Erste. Cleansing. Mass Heal. Okay. Ja,
die ist halt dann nur da dran, diesen Mist zu casten. Mercil. Wir könnten auch seine Mana wieder verballern. Naja, so. Und wieder ein 35er. Naja, das machen wir direkt nochmal neu. Da haben wir aber die Seiten jetzt Schaden genommen. Ja. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Nochmal Mess hier. Haben wir Glück gehabt. Ja, okay. 180, da reicht ein... Na, leider nicht gereicht. Dann den noch drauf. Okay. Also viel mehr. Also 35er geht auf jeden Fall noch. Aber 40er, wenn die dann kommen sollten... Kann dann halt schon sein, dass auch Tote unvermeidbar sind. Und dann müssten wir halt jedes Mal... Jedes Mal rasten, wenn wir einen Toten haben. Das wäre natürlich nicht so optimal. Ah, die kann aber Fokus machen. Und der kann hier auch nichts mit Molten. Der muss auch Fokus machen, leider. Mercil. Aber wenn der jetzt nochmal, genau, einen AOE macht, dann ist's vorbei. Und da war, glaube ich, schon der nächste zu sehen. Hier sind immer die Äußeren, die jetzt da drauf gehen. Das ist ein bisschen blöd. Glück gehabt. Dann machen wir hier den Power Heal. Und da ist der nächste. Okay. Dann müssen wir hier das hier wieder heilen. Und hier. Da sollten wir wahrscheinlich ein bisschen Restheilung übrig lassen, damit der die Magier weiter hochheilen kann. Damit die durch die AOEs nicht sterben. Wäre schon schön, wenn wir den Dungeon jetzt hier in einem Rutsch schaffen würden. Schmerzen. Power Heal. Und nochmal Schmerzen. Machen wir mal Recovery. Und weg. Weiter. Hier geht's nicht weiter. Da haben wir noch einen Bösen. Wir könnten jetzt auch die Strikes nehmen, weil hier ist nicht mehr viel, was wir noch machen können. Nach dem Kampf haben wir wahrscheinlich auch keine Mana mehr. Mess hier, falls denn... Na, dann haben Glück gehabt. Okay, ne, dann geht noch einer. Mit Glück zumindest. Machen wir erstmal die Heiler hier noch fertig. Und den Rest pumpen wir dann da rein. Gut. Und noch einer. Ja, was können die noch casten? Fireblast. Lightning machen wir dann. Der müsste aber nochmal molten. Jawohl. Ah, oh, Mercil.
Einmal den. Okay. Dann können wir noch seine Mana verballern. So. Ja, noch einer. Ah, da ist noch mehr Gemüse hinter. Die werden jetzt wahrscheinlich noch dazukommen. Ja, das geht nicht. Also einen, genau, so bekommen wir den noch, wenn wir Glück haben. Aber selbst das ist natürlich jetzt schon so eine Sache. Weil wirklich heilen können wir nicht. Wir können ja einen Mass Heal machen und das war's. Oh, wir haben aber gut getroffen. Also da sind noch zwei Gestalten. Das heißt, wir müssen hier nochmal rasten. Na okay, hilft ja nichts. Wir müssen da durch. Ja, ein Quick Rest bringt ja, glaube ich, nichts. Machen wir eine volle Rast. Mhm. Und dann haben wir einen einzelnen erwischt. Ja, hier. Blim. Mhm. Power hier. Und der nächste, da machen wir jetzt erstmal wieder heilen. Okay. Na, könnte sein, dass der andere wieder dazukommt. Bolton Blast. Jawohl, Bolton Blast. Machen wir direkt den Power Heal hier hin. Ja. Da können wir die aber mit einem Firestorm wegrauchen. Und dann machen wir hier wieder einen Molten Blast. 32. Hier. Autsch. Da können wir auch den Song machen. Und da ballern wir den jetzt direkt weg. So. Okay. Zim. Zim. Und hier wieder heilen. Mhm. Da ist wieder ein stärkerer. Ja, da probieren wir direkt nochmal. Zwei davon. Wenn der hintere hinterherkommt, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir das wahrscheinlich anders angehen. Power hier. Glück gehabt. Und wieder hochheilen. Dann den cleansen und wait. Der nächste. Ja, den könnten wir jetzt wieder heilen, aber das ist halt alles so. Ja. Mhm. Molten Blast wäre Overkill, aber der Gegner wird wahrscheinlich danach angreifen. Naja, wir machen den. Dann ist der weg. Dann wieder heilen. Und hier wieder Marathonheilung. So, nächster Gegner. Molten. Molten. Und hier diese AOE.
Molten brauchen wir jetzt hier nicht. Und da geht's raus. So. Oh, ein grüner. Was kann der? Mage of the Venom. Okay, Giftzauber. Na, oder auch nicht. Heißt einfach nur so. Okay, ich habe mich natürlich jetzt hier nicht vorbereitet. Also ich bin ziemlich im Eimer hier. Okay, die haben anscheinend eine Resistenz. Cold, Fire, Lightning. Das ist natürlich sehr blöd. Das heißt, unsere Magier machen da gar nicht so viel. Ja, also alles, was wir machen, alles, was wir zaubern können, haben die Resistenzen gegen. Das heißt, wir müssen die hauptsächlich mit Kriegern platt machen. Und die sind hier zum ewigen Heilen verdammt. Na, ich fürchte, dass dann der Turm dann genauso aussehen wird. Dass da dann auch nur noch diese Typen drin sind. Das ist natürlich nicht so gut. Elven Touch. Das ist halt... Naja, dann macht die da jetzt die Mana mit leer. Die kann halt im Kampf dann wenig beitragen. Elven Touch. So. Okay. Dann wollen wir zumindest das hier leer räumen. Da sind es ein Turm und eine Burg. Hier. Ich meine, die können Fokus machen. Power Heal. Aha. Heal. Bisher hat er noch keinen AOE oder so gecastet. Also noch verhältnismäßig harmlos. Nehmen wir den Power Heal dahin. Da war dann ein böser, wahrscheinlich Arkan-Zauber. Ich meine, das ist Arkan, bin mir nicht ganz sicher. Lassen wir mal ihn heilen. Und der kann auch mal gerade noch seine Mana. Na, ja, das ist als. Naja. So, also wenn, dann müssten wir da einzelne von bekommen. Ich hoffe mal, dass die anderen jetzt nicht dazukommen. Haben wir hier auch mal Fokus. Naja, es macht wenig Sinn, da die Zauber zu sprechen, dann nur 100 Schaden zu machen. Nein. Okay. Der ist fast im Eimer, aber ich schätze, dass wir jetzt da trotzdem sterben werden. Ja, eine Vergiftung ist jetzt nicht so dramatisch. Mass Power Heal, Mass Power Heal. Ja, müssen wir jetzt wieder machen. Also es kostet ordentlich Mana und da ist der nächste. Ja, da kommen wir natürlich auf Dauer auch nicht gegen an.
Dann machen wir erstmal nur normalen Power Heal. Machen wir den Charge. Strike. Okay. Aber wenn jetzt nochmal da was Größeres draufkommt, dann ist's da auch vorbei. Heal all. Der kann immerhin auch Poison entfernen. Ah, hier können wir Recovery nehmen. Heal. Die kann nix. Elventouch. Mass Power Heal. Das brauchen wir eigentlich. Ich meine, das ist halt auch ein Single-Target-Heal. Machen wir den hier aber. Jawohl. Jo. Ordentliche Erfahrung. Und dann haben wir hier noch so einen Drachen. Was bist du denn für einer? Green Dragon, Level 45. Der ist aber gegen nix immun. Dafür macht er Schaden. 730. Das heißt, die einzigen, die das quasi überleben, das sind die mit Heroism. Ja. Ich meine, der geht, wenn man halt die Charaktere immer wieder sterben lässt. Aber, ja. Jetzt haben wir da quasi wieder eine Attacke weggeblockt. Aber wir bräuchten trotzdem natürlich erstmal, naja, es geht noch. Da ist er wieder. Strike! Der kann jetzt keine Restoration mehr machen. Ja, mit Mana wäre es besser gewesen, ne? Und jetzt haben wir Recovery schon verbraucht. Also, ja, wenn man voll ist, dann müsste das gehen. Aber so sieht es ein bisschen böse aus. Und hier haben wir jetzt Magier. Mage of the Venom. An das Schloss kommen wir hier auch nicht ran. Also wir werden jetzt hier noch ein, zwei Gegner töten. Alter Falter. Mass Heal. Heal. Heal all. Mass Heal. Okay. Puh. Reminder to all sorcerers, by the wish of the Dark Lord, your sole duty is to protect the Red Baron's citadel. Your lives and the lives of your subordinates are totally expendable, so perform your duty at all costs. Okay, der macht nochmal klar, dass das Leben seiner Wachen nichts wert ist. Okay. Das ist ja nett. Ja, da jetzt das Tier mit voll zu heilen, ist halt auch nicht so super effizient. Und dann kriegen wir noch einen Gegner tot vielleicht. Aber mehr können wir hier auch nicht machen. Also hier jetzt weiter zu kämpfen, macht, glaube ich, noch nicht so wahnsinnig viel Sinn. Den kriegen wir auch nicht hochgeheilt. Da hinten wartet auch, glaube ich, schon wieder einer. Da ist ein Secret drin. Mhm. Und da ginge es hoch. Ich gehe dann wieder. Da machen wir nochmal. Also, da wäre... Moment. Da wäre das. Die kommen hier auch nicht so durch. Da würden wir auf jeden Fall gegen zwei gleichzeitig kämpfen. Und auf der anderen Seite hatten wir
Das Problem ist, wenn wir hier einmal durchgehen, müssten wir auch wieder zurückkommen, um... Ne. Wir können das natürlich so als Investment schon mal machen. Aber wir können jetzt auch die Leute nicht mehr wieder heilen. Also ich kann jetzt mit dem Elfensong hochheilen und dann wieder hochheilen. So. Und jetzt könnten wir abhauen. Ich habe jetzt nochmal gespeichert, hoffe, dass es kein Fehler war. Ja. Wir können mal einfach hochgehen und schauen. Many of the left side security barriers need recharging. Their power is substandard. This is considered security breach. What if invading forces or thieves go that way and brute force through them with minimal losses? It's unacceptable. Recharge those magical barriers promptly. It's a high priority. Ja, einige dieser Barrieren sind nicht so stark wie die anderen. Bitte rechargen. Ja, da kann man halt sehen, das ist halt nur hellblau und da hinten, das ist sogar aus. Aber das würden wir halt da ja auch nicht überleben. Also, ja, und da warten die anderen. Wir werden jetzt hier rausgehen. Das macht noch keinen Sinn. Ah, da ist der Drache, hat sich versteckt. Okay. Moment. Das brauchen wir so gar nicht. Wir müssen... Doch, wir müssen da raus und dann direkt wegreisen. Der Drache sollte weit genug weg sein, hoffe ich. Also da ist auf jeden Fall nichts zu machen. Wir müssten jetzt zurück und mit dem Prospektor reden. Da haben wir die Karte gefunden. Excellent, that's the map. It clearly shows the unexploited ore veins. But the map alone would not be enough to convince a thin dwarven king, I'm afraid. You should find Tardur, the famous expert miner. Unfortunately, I don't know his current whereabouts. The last rumor I heard was he had moved to the realm of Bardachia in the east. Okay, wir sollen Tardur finden, einen Experten, der jetzt den König überzeugen soll. Tardur, und der soll irgendwo in Bardachia sein. Jetzt weiß ich nicht, ob das einer hier von denen ist. Ich werde jetzt mich da mal umsehen. Doch, das ist er auch direkt. Okay, wunderbar. Ho, ho, you've brought me a nice map of ore deposits. I'll conduct the expertise report. And just by looking at it, I can already see it will be a positive assessment. Well, there's usually a fee involved, considering it's Mithril. And would it be moral if my fee hindered the resumption of Mithril mining operations? Certainly not. So I'll do it for free, and I've already completed it. You see, I wrote, anyone who claims there is no Mithril in those mines knows no more about mining than elves. Followed by my signature and personal seal. Gained Dwarven Expertise Report. Okay, ja, also er hat das Ding untersucht und ja, da ist tatsächlich Zeug drauf und er hat einen Stempel drauf gemacht, dass jeder, der anders das behauptet, der weiß nicht mehr als ein Elf. Okay. Und er hat es umsonst gemacht, weil das ja für die Zwerge ist. Okay. Das heißt, wir müssten jetzt wieder zurückreisen. Ja, dann machen wir das auch. Und dann können wir hier erstmal wieder steigern. Oh, neue Zauber. Thunderstrike und Lava Storm. Und der hat jetzt einen Power Heal bekommen. Wunderbar. Und der hat hier nochmal einen Punkt bekommen. Da müssen wir gleich gucken. Aber ich glaube, dass das da jetzt noch nicht so viel bringt. Das sind auch dieselben. Und die bekommt leider nichts. Okay, ja, wir müssen halt sowieso Arcane noch weiter ausbauen, bis wir auf die 500 kommen. Ich glaube, da sind wir noch zu weit von entfernt. Wir müssen den irgendwann dann reskillen. Und wir machen das aktuell einfach auf Toughness drauf. Weil die zu schnell umfallen. Und die braucht nur
Na, da können wir noch mal gucken. 439, aber die brauchte 500 für die nächste Stufe. Also das kann man auch auf Toughness in dem Fall setzen. 318, das hätte man auch in das andere setzen können. Na, das lassen wir aber so. Dann zum Zwergi. You again, claiming to have a map of ore deposits and expertise. Let me see. Interesting. Yes, it seems accurate. Indeed, there must be mithril here, no doubt about it. What an idiot made the decision to shut down the mine. Outrageous. All right, return to the prospector and inform him that I agree. The mining operations will resume. Oh yes, here's a token of gratitude as well. So you don't accuse us dwarves of being stingy, you know? Ganze 3000 Gold bekommen, Wahnsinn, und 5000 Erfahrungen. Wir sollen jetzt dem Prospektor ausrichten, dass die Arbeiten wieder aufgenommen werden. Okay. So, thank you. The Dwarven King has issued an edict to resume operations in the old Mithril Mine. I'm truly grateful. I mentioned sharing half of my prospector's fee with you, but you can take it all. Gold doesn't matter to me. The restoration of my reputation is priceless, and now every dwarf regards me with awe. It means more to me than all the gold in every mine. Please keep it between us. Expressing such sentiments isn't widely accepted among dwarves. 10.000 Gold. Okay, ja, sehr dankbar. Und wir haben seinen Namen quasi wiederhergestellt. Und er hat deshalb sehr gefreut und sehr belohnt. Aber wir sollen es niemandem erzählen. Na gut. Ja. Also den Drachen da unten kriegen wir nicht platt. Wir hätten jetzt natürlich. Ja, also theoretisch könnten wir hier schon weiter, aber ich glaube, das macht zu wenig Sinn. Wir könnten nochmal versuchen, den hier anzugehen. Den roten Drachen. Ich werde mal. Wir müssen sowieso jetzt die Buffs wieder anwerfen. Die halten auch noch, wenn wir weiterreisen. Und dann werden wir, nachdem wir das gemacht haben, mal zum roten Drachen hin. Und vielleicht schaffen wir es ja. Selbst wenn jemand sterben sollte. Der ist nur 40. Jetzt haben wir hier nämlich den Power Heal. Naja, der wird auch nicht auf 3 gehen. Dafür ist der viel zu niedrig. Der ist wahrscheinlich aber feuerimmun, oder? Immunity, Feuer. Den neuen Zauber haben wir jetzt noch nicht. Wir sollten hier dann wahrscheinlich, weil der Lightning ist viel schwächer. Dann machen wir das mit dem Blizzard. Dann machen wir zumindest ein bisschen was. Ja, aber der ist jetzt auch ratzfatz im Eimer. Naja, gut. Dann machen wir weiter Power Heal. Der hat noch einen Strike. Power Heal. Blizzard. Halbtot ist er. Blizzard. Dann machen wir hier den Mass Power Heal. Ja, ist auch noch okay. Der kann jemanden wieder zurückholen. Blizzards. Blizzards. Holen wir auch wieder einen zurück. Die sind wieder im Eimer. Und Platz. Und wir haben ein Achievement bekommen. Einen Drachen umgebracht. Irgendeinen. Ja, geschafft. Okay, jetzt müssen wir die erstmal wieder zurückholen. So, damit haben wir auch die Quest erledigt. Overburdened. Ja, weil die damit. Ja, dann tut ja nichts mehr. Dann müssen wir für rasten. Okay. Was haben wir denn hier unten drin? Ist das nur sein Schatzhort? Ja. Ein Schatz! Wir haben. Okay, das muss ich mir wieder aufschreiben.
Ein Scarlet Leather Armor 2 Knights Scale Mail of Wizardry. Das klingt wieder sinnlos. Chainmail of Heroism. Heroism ist zwar super, aber Chainmail ist schlecht in dem Zusammenhang. Ancient Magic Stuff, das ist super. Hoffe ich. Warm Cape, das ist, glaube ich, nicht besonders gut. Royal Helmet, keine Ahnung. Blade of Heroes, das ist, glaube ich, sehr gut. Das dürfte auch eine höhere Trefferchance haben. Scarlet Leather Armor 2, das ist auch gut. Da geht's noch weiter. Heavy Forge, oh, Heavy Forge Armor 1, Heavy Hammer 1, Black Plate Armor 3. Die klingt ja bedrohlich. Okay, und da unten ist aber auch nichts mehr. Da haben wir wieder diese Isha-mäßige Musik. Okay. Ja, das hat ja funktioniert. Dann werden wir auch direkt mal da wieder hin zurück und dem erzählen, dass wir hier seinen Drachen gekillt haben. Machen wir, bevor wir uns die Gegenstände anschauen. Jawohl. Ja, der müsste ganz hinten durch sein. Naja, einen Stufenaufstieg werden wir wohl leider nicht bekommen dadurch. Ah, finally some brave heroes willing to face the dragon graces my court. Excellent, very good. Here is a humble reward I can provide. It's not a lavish considering the dragon's devastation, since we are not exactly swimming in riches. By the way, I trust you weren't anticipating half the kingdom at the hand of the princess. I never approved such a reward. So whoever conveyed that to you is spreading falsehoods. Okay, er hatte nie versprochen, dafür eine Prinzessin rauszurücken, aber wir haben 10.000 Erfahrung und 3.000 Gold bekommen. Ja, ist okay, ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel gewesen. Aber dann können wir das auch abhaken. Haben wir hier eigentlich noch? Wir können noch Knowledge steigern. Tja, das ist so eine Sache. Wo macht das am meisten Sinn? Am Schluss könnte man halt Gegenstände eventuell abgeben mit Knowledge, wenn man noch so weit kommen würde. Aber ich glaube, das spielt dann eh keine Rolle mehr. Also am liebsten wäre es mir ja, wenn wir hier mit Knowledge an die 500 Arcane kämen. Aber ich glaube, das ist sowieso nicht erreichbar. Das hier sind aber auch 500 Arcane. Also das ist jetzt auch nicht viel anders. Und jetzt die nächsten paar Punkte, die bringen uns erstmal herzlich gar nichts. 500, 500. Und für den auch nur 500. Der ist immerhin näher dran. Dann machen wir das so, dann kriegt der jetzt die Knowledge. Cannot be undone. Ja, da. Okay. So, und dann werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Gegenstände, ohne die jetzt aber zu verteilen. Da machen wir erstmal die Scarlet Leather Armor 2. Da haben wir Feuer und Stärke auf 6. Ja, wie gesagt, verteilen wollte ich jetzt hier noch nicht, aber das ist sowieso ein Problem. Ne, also die ist halt zu schwer. Das ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Dann haben wir Knight's Scale Armor of Wizardry. Das sieht ganz ähnlich aus. Schwer. Fast keine Rüstung.
kann eigentlich niemand brauchen. Dein Chainmail of Heroism ist leider auch nicht besonders gut. Bin ich überhaupt nicht. Da unten. Azur? War das Azur? Ja, kann sein, dass das Azur war. Cold Lightning und Heroism 12. Ja, ist ein Gewicht von 12. Wer soll denn das tragen? Ja, da würde er halt ein bisschen mehr gedönst. Das wiegt 6 mehr. Das kann er nicht tragen. Den Schild dafür aufzugeben macht auch keinen Sinn. Also, man könnte vielleicht gucken, dass man einen anderen Helm verwendet, aber da ist Vitalität drauf. Das macht auch, also, Heroism ist super. Aber der hat sowieso schon Heroism. Also, und wer anders kann das Ding nicht tragen. Also, das ist leider so ein bisschen sinnlos. Man könnte dann vielleicht, wenn man das dem gibt, dieses Ding wen anders geben. Da könnte man dann überlegen, aber ja, leider auch nicht so wahnsinnig toll. Dann haben wir Ancient, das haben wir einen Stab. Ancient Magic Stuff. Okay, das ist gut. Das können wir jetzt hier. Oh, ja. Slayer bringt dann, glaube ich, sowieso wahrscheinlich nichts. Na, das steht ja aber. Also, ich nehme mal an, dass das nur für Nahkämpfe ist, das Slayer. Das Damage ist sowieso egal. Also, eigentlich müsste das hier. Müsste ziemlich das. Battle Magic Stuff. Die haben dasselbe. Naja, dann nehmen wir mal den dahin. Aha. Dann haben wir Warm Cape. Das dürfte hier drüber sein. Ja, da hatten wir schon mal eins von. Dann haben wir ein Royal Helmet. Das ist der hier. Der hat Protection. Das ist ziemlich gut. Da müssen wir mal gucken, ob das jemand brauchen kann. Dann haben wir Blades of Heroes 2. Das sollte auch gut sein. Ja, die werde ich auch dann direkt verteilen, weil da weiß ich, die sind gut. Kann man eigentlich so direkt anziehen, sozusagen. Oh, und da, ja, das ist Accuracy und Heroism. Das ist ja super. Aha. Da ist leider kein Slayer drauf. Will die zusätzliche Crit-Chance. Aber dafür trifft er einfach häufiger. Das ist, glaube ich, auch schon sehr gut. Ups, jetzt habe ich es versehentlich eingetütet. So. Mhm. Ja, kein Slayer mehr. Aber das ist, glaube ich, okay. Dann haben wir. Scarlet Leather Armor. Hatten wir die nicht schon mal? Ja, die haben wir zweimal gefunden. Dann haben wir Heavy Forge Armor. Das ist insulated, ja super. Glückwunsch. 8 Schutz für 22. Wir trägten sowas. Dann haben wir einen Heavy Hammer gefunden. Das ist einfach nur Müll. Also, ja. Und dann haben wir die Black Plate Armor gefunden. Die ist super gut. Okay. Also die sollte dann auf jeden Fall auch verbaut werden. Aber das ist halt ein bisschen komplizierter. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen blöd, weil die kaputt sind. Und dann wird es auch noch nicht richtig angegeben, wie viel die tragen können. Ja, also da müssten wir mal gucken. Ich denke, ich werde... ja, ich werde wahrscheinlich zum nächsten Mal dann gucken, wer was bekommt. Und oder ich mache das beim nächsten Mal und mache dann eine Pause dazwischen, dass wir erst noch gucken, dass wir die wieder ganz machen. Wir müssten einmal rasten oder so. Ja, wir könnten das eigentlich jetzt auch hier machen. Eine kurze Rast. Um die Lebenspunkte wieder aufzufüllen. Aber wir haben so viel Mana. Ist eigentlich ein bisschen schade drum. Ne, wir gucken beim nächsten Mal, dass wir irgendwann wie kämpfen und dann, dass wir da mal unsere Fähigkeiten verballern und dann eine Rast machen. Und dann gucken wir weiter. Ich denke mal, wir werden dann beim nächsten Mal, nachdem ja hier unten das nicht weitergeht,
Werden wir uns durch das Eis schlagen und mal gucken, wie hart das da wird. Und ja, dann werden wir beim nächsten Mal wahrscheinlich auch den nächsten Stufenaufstieg bekommen und endlich wieder neue Zauber. Also, neue Folgen gibt es immer wochentags. Und dann schauen wir beim nächsten Mal im Eis vorbei, wenn ihr mögt. Danke fürs Zuschauen und bis denne. Bye, bye.